Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Zomboid. Weiter geht's hier in West Point und wie man unschwer erkennen kann, die Zombies sind noch allgegenwärtig. Ich brauche jetzt allerdings erstmal ein ruhiges Plätzchen, wo wir schlafen können. Und da würde ich fast vorschlagen, wir fahren einfach mal zu unserer Basis nach Hause. Zu der, die wir hier in der Nähe von West Point, ich will jetzt nicht sagen errichtet haben, aber zumindest ja, beansprucht haben, nennen wir es mal so. Und genau da geht es jetzt auch direkt hin, denn wir sind sowieso mehr als nur kaputt und vielleicht finden wir da auch noch irgendwas Gutes, was wir dann entsprechend bei unserem kleinen Außenposten, bei unserer Bar brauchen können. Schauen wir mal. Auf alle Fälle gibt es da ja auch Wohnhäuser, da wo wir jetzt hinfahren. Das heißt, wir können da auch deutlich leichter die Fliesen besorgen. Und ja, restliches Zeug, das wir dann noch fürs Einrichten gebrauchen können. So, muss ich da jetzt eigentlich schon hoch? Ich glaube nicht, oder? Kurz mal schauen. Wo sind wir denn? Wir sind hier und wir wollen dahin. Okay, dann müssen wir hier noch nicht hoch, aber bei der nächsten. Bei der nächsten müssen wir hoch und ja, unseren Rucksack müssen wir natürlich auch noch zurückholen. Also es gibt noch ein bisschen was zu tun. Nur schön vorsichtig fahren, weil den Wagen hier möchte ich ungern schrotten. Der liegt mir doch schon schwer am Herzen. So, hier oben haben wir ja das Auto sowieso weggezogen. Das heißt, da sollte jetzt eigentlich nichts sein, wo wir dagegen fahren können. Da ist der Autoreifen. Das heißt, es ist nicht mehr weit. Da müssen wir rein. Fast geschafft. Gleich sind wir in Sicherheit. Nur noch ein klein wenig weiter nach vorne und schon sind wir zu Hause. So, da haben wir ja sowieso noch einen Wagen stehen. Ah ja, und eine Batterie haben wir da auch noch. Ja, umso besser. Umso besser. Ich weiß gar nicht, der Wagen hier, glaube ich, war schon kompletter Schrott, oder? Ich glaube ja. Aber ich weiß es nicht sicher. Okay, jetzt weiß ich es zu 100%, dass der nichts mehr taugt. Okay, da haben wir keinen mehr drin. In der Garage. Aber da haben wir auf alle Fälle noch richtig viel Beute, weil ja, da liegen ja noch ein paar Taschen auf dem Boden. Aber ich würde sagen, wir sollten uns erstmal ein wenig ausruhen, oder? Und das Zeug hier loswerden, stimmt. Habe ich denn noch... Nein, ich habe natürlich keine leere Verstaumöglichkeit mehr irgendwie, oder? Nee, da auch nicht. Nun gut, aber wir machen es einfach anders. Wir haben ja noch den Kofferraum, wo wir Sachen verstauen können. Und das machen wir auch direkt. So, ich brauche die hier nicht mehr. Dann der Vorhang kann weg, der Spiegel kann weg. Ja, die Türangeln, die Türklinken, weg damit. Schraubdeckel kann auch erstmal weg, genauso wie die Bandage. Das Zielfernrohr kann weg. Ja, und dann schaut es eigentlich eh schon wieder gut aus. Sehr schön. Können wir hier erstmal eine kleine Pause einlegen von den ganzen Strapazen. Weil das war ja beim letzten Mal mehr als grenzwertig schon wieder. Was da in West Point passiert ist. Das hätte mich fast das Leben gekostet. Aber zum Glück nur fast. Ah, okay, was zu trinken brauchen wir auch wieder. Und ein wenig Licht wäre vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Um 4 Uhr in der Früh.
Sonst wird es da schon ein bisschen arg zappenduster. So, haben wir hier noch was zum Auffüllen drinnen? Schaut gut aus. Wunderbar. Ja, hier hätten wir natürlich auch noch Thekenteile. Genau die gleiche Farbe, die ich ja in meiner Basis verwendet habe. Oder das gleiche Holz, nennen wir es so. Allerdings möchte ich natürlich die Basis hier nicht verunstalten. Weil das ist ja so unser zweiter Rückzugsort, sage ich mal. Von daher lassen wir auch das Badezimmer hier ganz. Und wir schauen uns stattdessen vielleicht in den anderen Häusern um. Das machen wir aber dann, wenn es Tag wird. Weil jetzt brauchen wir erstmal was zu essen. Zum Glück ist da auch der Schrank bestens gefüllt. Wir machen uns... Was machen wir uns denn? Müsli. Müsli ist immer gut. Geht schnell. Und haut gut rein von der Sättigung. Sehr schön. So, eigentlich können wir sogar hier den Generator anmachen. Die Lichter hier können wir eigentlich auch noch einschalten. Ah, sind anscheinend eh schon eingeschaltet, tatsächlich. Schaut irgendwie so dunkel aus hier. Schaut nicht so aus, als würden die leuchten. Jetzt sind sie an, aber einen großen Unterschied erkenne ich da nicht. Nun gut. Halbwegs geht's. Auf alle Fälle. Machen wir die ruhig mal alle an. Festtagsbeleuchtung. So, da haben wir ja auch noch Zeug drin. Ja, Wahnsinn. Okay, nun gut. Das ganze Zeug. Das Autobatterieladegerät haben wir da auch noch gebunkert. Nun gut, das ganze Zeug müssen wir eigentlich in den Kofferraum irgendwie unterbringen. Aber da brauchen wir definitiv so einen Wanderrucksack. Weil ohne geht's nicht. Ohne geht's definitiv nicht. Mann, oh Mann. Das kommt davon, wenn man so viel Zeug mitnimmt. Das rächt sich dann irgendwann. Dass man immer alles unterbringt. Rein theoretisch könnte ich natürlich den ganzen Krempel auch in eine Basis schaffen, aber zum einen sind wir dann gut beschäftigt mit ja, dem Transport von A nach B und zum anderen tun wir uns da selbst keinen Gefallen, weil wenn eine Basis mal überrannt wird, dann verlieren wir halt mal alles auf einen Schlag. Es sei denn, man verteidigt natürlich die eine Basis. Bis aufs Letzte, aber ab und zu muss man wissen, wann man den Kürzeren zieht. Ganz besonders in der Zombie-Apokalypse. So, da haben wir uns ja eh ausgetobt, stimmt. Mit den ganzen Bremsen und ja, den Federungen, den Reifen. Da haben wir sowieso auch noch den anderen Wagen hier oben. Okay, aber da habe ich zumindest alles rausgeräumt. Wenigstens etwas. Wenigstens da war ich fleißig. So, ein Regal hätten wir da noch. Was haben wir denn hier für eine Küche? Okay, das wäre eh die Küche, die ich ganz gerne hätte. Von ja, dem Holz wieder gesehen. Das heißt, diesen Mittelschrank, der wäre eigentlich auch ganz cool, oder? Könnten wir uns eine Art offene Küche einrichten, wobei das geht bei mir vom Platz gar nicht. Nee, ich brauche eigentlich die hier. Die normalen Schränkchen. Gut, Waschmaschine, solche Sachen habe ich noch nicht, kann ich noch nicht abbauen. Wie schaut es denn mit dem Badezimmer aus? Das müsste oben sein. Okay, hier ist es nicht. Da haben wir noch eine Bibliothek. Da ist das Badezimmer. Ja, also wenn wir noch Fliesen bräuchten, aber ich denke, da sind wir jetzt auch erstmal bestens versorgt. Könnten wir da fündig werden. Und mehr fällt mir ehrlich gesagt eh gerade gar nicht ein, wo ich sagen würde,
Das geht noch ab. Gut, vielleicht so ein Nachttischlämpchen. Ich hätte gern noch ein bisschen Grünzeug. Pflanzen oder so gibt's hier nicht, oder? Irgendwo? Schaut nicht danach aus. Schaut nicht danach aus. So einen Schrank könnte man so reinbauen. Aber ansonsten war es das auch schon. Nee. Also ich glaube, da schaut es eher mal aus. Nur gut, bei der Küche wären wir da schon mal gut versorgt auf der Seite. Checkt man noch mal kurz das andere Gebäude hier drüben. Und ich glaube, die Taschenlampe brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Die können wir uns jetzt aktuell auch schenken. Wäre sowieso schon aus gewesen. So, da hätten wir auch einen Trockner und eine Waschmaschine. Auch ein Badezimmer entsprechend. Ja, auch genau die Küche, die ich haben möchte. Also das ist gut. Fliesen gibt es sogar hier auch noch. Also extra Fliesen, wenn wir das ein bisschen unterteilen möchten bei unserer Küche. Teppichboden. Da haben wir noch ein Badezimmer. Nee, aber ich denke, also so im Großen und Ganzen haben wir alles, was wir brauchen. Wie schaut es hier noch aus? Okay, das ist auch so, wie wir es kennen. Nun gut, ich würde aber sagen, wir nehmen hier mal die Lampe mit. Ein bisschen Licht für zu Hause. Und da draußen gäbe es noch so Pflanzkübel, aber ich hätte gern eigentlich eher Pflanzen im Innenbereich noch gehabt. Weil die Teile hier sind mir fast ein bisschen zu wuchtig für drin. Nun gut. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal hier ein paar Schränke mit, weil die brauchen wir. Und deswegen holen wir die uns auch gleich mal. Es kommt uns jetzt echt zugute, dass wir hierher gefahren sind. Ja, muss allerdings natürlich auch klappen, gell? Ah, sehr schön. Wenigstens einmal klappt was. Okay, das war nix. Da sind noch Gegenstände drinnen. Brauchen wir nicht mehr. Weg damit. Den Herd werde ich aber vermutlich... Ja genau, den kann ich noch nicht mitnehmen. Das dachte ich mir fast, dass das noch nicht geht. Schön, wenn es nicht klappt. Dann halt nicht. Naja, ein Thekenteil. Besser als nix. Allzu lange möchte ich hier aber gar nicht Zeit verbringen. Weil wir müssen ja noch unsere Beute sichern in der Stadt. Von daher, ich schnapp mir jetzt auch nur das Nötigste, damit wir da möglichst zügig wieder zurückkommen. Gibt's da noch irgendwas, was wir mitnehmen müssen? Mal schauen. Ah, Waffen vielleicht. Haben wir noch nicht genug zu Hause in der anderen Basis. Könnten noch ein paar nicht schaden. Was haben wir da noch alles? Antibiotika, Gasmaske, Karten, Militärstiefel, Nähset, Kleber, Schachtel, Schrauben. Ne, da sehe ich jetzt nichts, was wirklich wichtig wäre. Schachtel mit Einmachgläser, okay. Nehmen wir vielleicht schon mal mit. Die könnte man mal mitnehmen, weil ich würde ganz gerne drüben mal was anbauen. Langfristig gesehen. Gut, und da haben wir noch verrottete Milch. Wäre eigentlich wichtig für die Landwirtschaft. Um diese Mehltaukur
entsprechend basteln zu können. Weil ich glaube, drüben halte ich mich fast eher auf als in der Basis hier. Eine Gießkanne. Eigentlich könnte ich natürlich alle Rucksäcke hinten rein schaffen, oder? Kriegen wir das hin? Das wird alle bunkern. Versuchen wir es mal, oder? Nehmen wir die mal mit. Nehmen? Ah, geht nicht. Ah, das Katana, stimmt. Jetzt sehe ich es ja erst. Das hatten wir ja auch noch. Da war ja was. Okay, das können wir hier natürlich nicht liegen lassen. Das ist klar. Das muss hier mitkommen. So, und den Krempel nehmen wir jetzt auch mit. Einmal sekundär. Das wird primär ausgerüstet. Geht das noch? Ah, ist er schon zu schwer beladen. Gut, kein Wunder. Packesel sind wir ja auch keiner. Wobei ich mir gerade so vorkomme. So, einmal weg damit. Dann haben wir hier noch den. Der kann eigentlich auch gleich weg. Und das kann auch weg. Ah, okay, im Kofferraum hat nichts mehr Platz. Dann kommt die Reisetasche auf den Beifahrersitz. Bringen wir das Zeug auch mal rüber. Und ein bisschen aufgeräumter schaut es auch aus. So, wenn ich jetzt allerdings den noch mitnehme, dann habe ich das Problem, dass ich eigentlich den anderen nicht gleich schultern kann. Aber liegen lassen möchte ich ihn auch nicht. Da finden wir schon noch eine Lösung, wie wir das Zeug unterbringen. Ja gut, haben wir dann alles oder brauchen wir noch irgendwas? Noch eine weitere Theke wäre ganz recht, oder? Versuchen wir noch hier oben unser Glück. So ein, zwei bräuchten wir noch. Dann wäre es ideal. Da ist noch was drin. Gut, weg damit. Plastikbecher brauchen wir definitiv nicht. Probieren wir es mal. Mehr als schief gehen kann es nicht. Ja, wieso habe ich es noch ausgesprochen? Mehr als schief gehen kann es nicht. Und zack, war es eh schon soweit. So, ab auf den Boden damit. Auch das Zeug ist für uns nicht von Interesse. Ja, sag mal, klappt denn heute gar nichts? So, ein weiterer Versuch. Waschbecken nehmen wir nicht mit. Okay, müssen wir erstmal abbauen. Nein, nicht die Fliesen. Hör auf, hör auf. Ich will nicht die Fliesen. Ich will das Waschbecken eigentlich nur wegnehmen. Damit wir hier die Theke mitnehmen können. Das Waschbecken hat funktioniert, lustigerweise. Ah ja, das hat auch funktioniert. So, was haben wir jetzt da noch drin? Noch so viel Zeug, ja Wahnsinn. Muss ich allerdings nur mal kurz schauen. Okay, wir verlieren... Ja, wir verlieren Lebenspunkte. Wir sind zu schwer überladen. Das heißt, muss ein bisschen zeuglos werden, oder? Verlieren wir jetzt auch noch Lebenspunkte? Ah ne, jetzt geht's. Interessanterweise geht's jetzt. Nun gut, ich glaube, wir haben sowieso genügend dabei, also übertreiben muss ich es auch nicht. Ist allerdings die Frage, wie ich es mache. Gute Frage, nächste Frage, gell? Okay, das Chromwaschbecken hat zum Glück noch Platz. Wo ist denn meine? Da ist meine Reisetasche. Ist so dunkel, dass man es gleich gar nicht gescheit sehen kann. Versuche noch, so viel wie möglich hier rein zu bunkern irgendwie.
was halt noch irgendwie geht. Okay, das war das Maximale der Gefühle. Ah, da geht auch nichts mehr. Gut, Schraubenschlüssel können wir hier noch verstauen. Die Brechstange kann noch weg. Ist halt umdisponieren, das Ganze. Ja, also ganz recht ist es mir noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Mit dem Thekenteil da auf der Seite. Aber gut, wird schon schief gehen, oder? Sehr schwer beladen. Ein wenig hungrig. Wir essen noch was. Ich will nichts überstürzen. Nach dem letzten Mal. Das war mir erstmal Schock genug. Lieber ein bisschen ruhiger und dafür zum Ziel. Als hektisch. Und von Zombies aufgefressen zu werden. So, jetzt passt's von der Sättigung. Auf los geht's los. Von daher ab in den Wagen. Und wieder in die andere Richtung. Muss ich allerdings schauen. Ja gut, ich weiß noch so ungefähr, wo ich meinen Rucksack hingeworfen habe. Den sollte man eigentlich vergleichsweise schnell wieder finden. Das Problem wird eher sein, dass wir ihn nicht schultern können. Nachdem wir, hoppala, eh schon überladen sind. Es könnte ein Problem werden. Aber im schlimmsten Fall muss ich halt dann meine Reisetasche fallen lassen. Da ist nicht so wichtiges Zeug dabei. Da ist der Rucksack schon kostbarer, der Inhalt. Da drinnen. Immer schön über die Zombies drüber. So, irgendwo sollte ja gleich eine Kurve kommen. Highspeed. Ich sehe mich schon irgendwo dagegen krachen. Ja, der Zombie hat nichts mehr gebraucht. Ja, der auch nicht. So, die nächste müssen wir hoch. Okay, da ist ein Auto, Vorsicht. So, irgendwo auf der linken Seite sollte mein Rucksack liegen. Boah, aber wenn ich sehe, was da Zombies unterwegs sind, wie viele, da wird es mir schnell anders. Ah ne, da habe ich ihn, stimmt, da habe ich ja meinen Wagen letztens rausgeholt, gell? Boah, das ist schon... Also schön ist das Fahr hier nicht. Wisst ihr was? Da fahren wir hier nicht hin. Da schauen wir, dass wir hier die Biege machen, weil da brauche ich aktuell keinen Rucksack hier holen. Da müssen wir nochmal kommen. Mit einem leeren Inventar, einem leeren Van. Dann lassen wir die Fliesen Fliesen sein. Und das andere Zeug. Weil das ist dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Oh, das tut weh. Das tut gescheit weh. Und nicht nur dem Wagen, sondern auch mir. Ah, das tut gleich wieder weh. Zum Glück kann der ein bisschen was aushalten da mit der Stoßstange vorne.
Eieieiei. Ist ja gemeingefährlich hier. Mit dem Hindernisparcours. Okay, noch ein Zombie, der tot ist. Schauen wir, dass wir irgendwie nach Hause kommen. Das ist jetzt das Ziel. In einem Stück zu Hause ankommen. Aber wir sollten eh gleich daheim sein. Ja, wir sind so gut wie zu Hause. Nur noch ein Katzensprung. Und schon sind wir daheim. Eieieiei. Was für ein Höllentrip. Aber, wie ich finde, ein sehr ergiebiger Höllentrip. Und auch gar nicht mal so ein großer Umweg, denn wir haben richtig viel Zeug jetzt wieder nach Hause geschafft. Aber das bedeutet auch, ich muss das Zeug wieder irgendwie unterbringen. Und ja, wie ich das anstelle, da schauen wir uns in der nächsten Folge von Project Summit an. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zusehen, macht's gut und bis dahin. Servus.